Viele von euch wollten es, deswegen gibt es heute nochmal ein altmodisches Thema. Im Internet gibt es tausende gruselige Bilder. Bilder, die einem wirklich Angst machen können und gerade wenn man sie nachts ansieht, bekommt man bei dem ein oder anderen einen Schauer über den Rücken. Und über viele dieser gruseligen Bilder werden sich Geschichten erzählt, die noch gruseliger sind als das Bild an sich. Ich möchte euch heute 10 gruselige Bilder zeigen, die gruseligen Geschichten erzählen, die man über diese Bilder sagt, aber euch auch sagen, was in Wahrheit auf diesen Bildern zu sehen ist und was die Wahrheit hinter der ganzen Sache ist. Also, sollte euch so ein Thema gefallen und ich so etwas häufiger machen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder liked das Video und jetzt lehnt euch zurück und viel Spaß. Wenn ihr euch in der Creepypasta-Szene auskennt, dann werdet ihr über dieses gruselige Bild vielleicht schon das ein oder andere Mal gestolpert sein. Man sieht eine Frau mit einem scheinbar emotionslosen Gesicht. Es sieht wirklich gruselig aus, so als würde kein Leben in ihr stecken. Als würde sie noch nie ein Gefühl empfunden haben und sie muss scheinbar von 2 Ärzten festgehalten werden. Es gibt eine Geschichte zu diesem Bild. Es heißt, dass im Jahr 1972 eine Frau in das Cedar Sinai Krankenhaus gekommen ist und dort kollabierte. Diese Frau war absolut emotionslos gewesen und blieb bis zu ihrer Untersuchung absolut ruhig in ihrem Bett liegen. Sie sagte nichts, sie tat nichts, sie lag bloß einfach dort. Erst als sie einen Arzt ansah, fing sie an zu lächeln. Und eine Krankenschwester bemerkte dann voll Schreck lange scharfe Zähne in dem Mund der Frau. Hiernach stand die Frau auf, biss dem Arzt in den Hals den Adamsapfel raus und ließ ihn dann auf dem Boden verbluten, während sie ihm noch zuflüsterte: Ich bin Gott. Es ist eine wirklich gruselige Geschichte, doch ich muss vermutlich nicht wirklich erwähnen, dass sie frei erfunden ist. In Wahrheit sehen wir auf diesem Bild gerade nicht 3 Personen, sondern nur 2. Die Frau in der Mitte ist keine echte Frau ohne Emotionen, es ist lediglich eine recht altmodische Puppe, an der verschiedenste Medizinstudenten Übungen durchführen können. Auf dem Bild sehen wir bloß 2 Medizinstudenten, die diese Puppe gerade richtig hinlegen. Es gab einst einen Mann namens Charlie Noonan. Er fuhr Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Südwesten Amerikas, um gruselige Legenden für ein eigenes Buch zu sammeln und genauer zu ergründen. Laut seiner Frau fuhr Charlie eines Tages zu einem Bauern nach Oklahoma. Dieser Bauer erzählte ihm von einer seltsamen Frau, die auf einem abgegrenzten Grundstück völlig alleine und abgeschieden lebte. Doch diese Frau sollte laut dem Bauern keine echte Frau gewesen sein, sondern etwas gänzlich anderes. Ein gruseliges Monster sollte sich unter dem Kopftuch verstecken. Charlie Noonan machte sich auf den Weg, diese Frau zu finden und wurde von diesem Tag an nie wieder gesehen. Etwas später, nachdem dieser Fall bekannt wurde, fand ein Mann eine Kamera mit Charlies Namen eingraviert. Dieser Mann brachte diese Kamera zu Charlies Frau Ellie und sie machte sich sofort daran, den Film im Inneren der Kamera auswerten zu lassen. Da ihr Mann immer noch als vermisst galt, hoffte sie irgendwie Antworten anhand der Bilder zu finden, wo er sich denn gerade aufhält. Jedoch war auf der Kamera nur ein einziges Bild vorzufinden, und dies ist das Bild der seltsamen Frau, das ihr gerade seht. Eine seltsame Frau mit einem Schäferhund und dämonischen Augen. Dies war die Legende und die Geschichte, die mich dazu brachte, dieses Video überhaupt zu machen, da ich zunächst diese Legende ziemlich gruselig fand und dachte, dass irgendwie etwas dahinter steckte. Doch dann recherchierte ich weiter und fand auch andere Personen, die bereits versucht haben, Antworten zu finden. In Wahrheit sieht die ganze Sache hier völlig anders aus. Ein Mann namens Charlie Noonan gab es laut Aufzeichnung nie. Er und die ganze Geschichte ist frei erfunden worden und auch das Bild, was ihr hier gerade seht, ist verändert worden. Dieses Bild jetzt ist das Original. Es zeigt lediglich eine alte Dame mit Milchkanistern in der Hand. Der Hund im Vordergrund und die leuchtend dämonischen Augen wurden erst später hinzugefügt. Irgendwer fand lediglich ein gruseliges Bild im Internet und hatte sich dazu eine verstörende Geschichte ausgedacht. Dieses Bild wurde in einer japanischen Fernsehshow aufgenommen, die sich mit der Psyche und dem Paranormalen beschäftigte.
Wir sehen viele Besucher, die scheinbar gespannt und auch glücklich dem zuschauen, was auf der Bühne vor ihnen passiert, während eine Frau anders wirkt. Sie guckt in die Kamera, jedoch ist ihr Kopf in einem für Menschen unmöglichen Winkel verdreht. Ihre Haut ist blass und ihr Gesichtsausdruck wirkt leer. Dieses Bild wurde in Japan zu einem sehr berühmten Geisterfoto und es hieß, dass während dieser Audienz, während dieser Show, eine verstorbene Frau plötzlich im Publikum saß. Ihr Kopf war so verdreht, weil sie sich zu Lebzeiten erhangen hatte und eben durch das Erhängen ihr Genick gebrochen wurde und sie deswegen immer noch diese seltsame Kopfstellung hatte. Nur durch diese Audienz, durch diese gruselige Fernsehserie, schaffte es sie, für einen kurzen Moment ins Reich der Lebenden zurückzukehren. Es wirkt wirklich gruselig, wenn man dieses Bild ansieht, und auch wenn in Japan immer noch viele Menschen daran glauben, dass dieses Bild ein echtes Geisterfoto ist, sieht die Wahrheit etwas anders aus. Das hier ist das originale Foto. Das Bild von eben wurde lediglich in Photoshop bearbeitet, der Kopf wurde etwas mehr verdreht, die Frau wurde blasser gemacht, dann wurde das Bild ausgedruckt und noch einmal abfotografiert. Wegen diesen Schritten sah die Frau dann am Ende so gespenstisch aus. In einem alten Video sprach ich über ein gruseliges Bild und verwendete es auch als Thumbnail. Es geht hierbei um dieses Foto. Man sieht eine Familie, die scheinbar glücklich für ein Foto posiert, doch links neben ihnen hängt ein lebloser, verzerrter Körper von der Decke. Es heißt, dass eine Familie mit dem Nachnamen Cooper in dieses Haus neu gezogen ist. Am Tag ihres Einzugs wollten sie ein Foto von sich machen und während des Fotos wirkte auch alles ganz normal. Als man sich dann jedoch einige Tage später das gemachte Foto ansah, bemerkte man den geisterhaften Körper, der scheinbar von der Decke hing. Ich selbst habe diese Geschichte damals durchgelesen und ihr geglaubt. Doch wenn man hinter der ganzen Sache etwas genauer nachschaut und die Wahrheit sucht, sieht alles etwas anders aus. Vor einigen Jahren hat eine Website sich damit beschäftigt, herauszufinden, was hinter diesem gruseligen Bild steckt, und sie fanden heraus, dass dieses Bild lediglich eine Fälschung ist, die von der Mutter selbst für Aufmerksamkeit erstellt wurde. Der Geist im Bild ist scheinbar ein verzerrtes und verschwommenes Bild einer Ballerina in einer für Ballerinas typischen Pose. Dieses Bild wurde dann lediglich umgedreht und an die Decke geheftet. Das originale Bild ohne diesen seltsamen Geist wurde aber leider niemals veröffentlicht. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in einem Stadion seid, eurer liebsten Fußballmannschaft zuseht und bemerkt, dass neben euch zwei Menschen sitzen, die scheinbar kein Gesicht haben? Es wirkt, als wäre eine Haut über ihr Gesicht gewachsen und man kann lediglich die Konturen von Augen und der Nase erkennen. Über dieses Bild gibt es die unterschiedlichsten Legenden und Geschichten. Angeblich sollen dies Monster gewesen sein, die ihre Form verändern könnten, oder irgendwelche wahnsinnigen Mörder mit Masken. Doch die Wahrheit ist natürlich eine andere. Wer aber jetzt denkt, dass eben dieses Bild ein simpler Photoshop ist, der liegt falsch. Wenn man sich die Ränder des Gesichtes vom Mann ansieht, so kann man ganz genau bemerken, dass dort Linien zu sehen sind. Scheinbar ist dies kein Photoshop gewesen, sondern wir sehen hier Menschen, die Latexmasken tragen. Diese Personen haben eine Latexmaske, die aussieht wie ihre Haut, über ihr Gesicht gezogen. Wieso sie dies aber getan haben, ist bis heute nicht bekannt. Im Jahr 1982 fand ein Mitarbeiter des FBIs etwas Seltsames hinter einem Müllcontainer in Georgien. Er fand ein schwarz-weißes Foto, welches ihn schockierte. Dieses schwarz-weiße Bild zeigte einen Mann mit einer verstörenden Hasenmaske, der scheinbar eine bewusstlose oder vielleicht sogar leblose Frau in ein altes Haus hineinzerrt. Lange wurde ermittelt, wer denn dieser Mörder sein konnte, doch bis heute bleibt dieser Fall ein Mysterium, welches nicht erklärt werden kann. So lautet jedenfalls die Legende zu diesem Bild, die mehrfach im Internet zu finden ist. In Wahrheit ist diese Geschichte von einem FBI-Mitarbeiter, der warum auch immer hinter einem Müllcontainer in Georgien sein Unwesen treibt, völlig erfunden und gelogen. Dies hier ist das originale Foto. Es zeigt einen Mann mit Hasenmaske, der eine Frau mit einer Hühnermaske in ein Haus zerrt.
Dieses Bild, welches trotzdem noch gruselig wirkt, gehört zu einer Fotoreihe des Fotografen Elliot Lee, welcher im Jahr 2010 eben diese Bilder angefertigt hatte. Die gruselige Geschichte dazu von 1982 hat sich lediglich das Internet ausgedacht. Über dieses seltsame Bild konnte ich keine Legende finden. Manche Menschen spekulieren, dass es bloß eine simple Vogelscheuche ist, die eine ärmliche Bauernfamilie benutzte, um irgendwelche Vögel von ihren Feldern abzuhalten. Andere Menschen sprachen darüber, dass dieses Wesen eine Nachbildung von einem seltsamen Mörder ist oder einem Wesen, welches eben die Frau auf dem Foto in ihren Träumen sieht. Die Wahrheit ist jedoch von diesen Legenden weit entfernt. Die Frau auf dem Bild ist in einer Psychiatrie. Dort baute sie aus Stroh und alten Kleidern diese seltsame Gestalt und fing an, mit ihr zu sprechen. Sie glaubte, dass dieses Wesen lebte und ihr Freund war. Niemand sonst hat mit angesehen, dass dieses Wesen je reden konnte. Es war vermutlich nur eine Art Fantasiefreund. Und zwar ist es nun letztendlich kein Mörder gewesen, aber ich persönlich finde es trotzdem gruselig. Ein Mann, der durch Gitterstäbe direkt in die Kamera lächelt. Das Lächeln könnte für einige vielleicht freundlich wirken, wie ein sympathischer Mensch, doch eben dieser Gesichtsausdruck hat etwas Wahnsinniges an sich. Als ob der Mann ein Psychopath ist, und zudem muss es ja auch irgendeinen Grund geben, wieso er hinter Gitterstäben festgehalten wird. Es gibt eine Legende, die ich hierzu gelesen habe, und zwar geht es darum, dass dieser Mann auf dem Bild ein brutaler Massenmörder ist, der nach seiner Verhaftung von einem Presseteam fotografiert werden sollte. Als das Team dann das Foto machen wollte, fing er plötzlich an, diesen Menschen entgegenzulächeln, als ob er sich keiner Schuld bewusst war. Eine wirklich gruselige Geschichte, die tatsächlich teilweise wahr ist. Der Mann auf dem Foto ist George Metesky. Ein Mann, der besser bekannt ist unter dem Kosenamen Mad Bomber. Dieser Mann hat in den 1940er und 50er Jahren 33 Bomben gebaut und mitten in New York platziert. 22 dieser Bomben explodierten auch und viele Menschen wurden verletzt. Er tat dies aus Wut auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, der ihn nach einem Arbeitsunfall kündigte. Nach seiner Verhaftung fand man dann heraus, dass er schizophren und wahnsinnig gewesen ist. Als dann ein Presseteam ein Foto von ihm machte, blickte er in die Kamera und fing an zu lächeln. Übrigens, auf vielen anderen Bildern von ihm sieht man ihn auch immer, wie er glücklich ist. An Halloween im Jahr 1962 gab es eine Kostümparty. Alle auf dieser Party trugen ähnliche Masken, wie sie es auch vorher alle zusammen abgesprochen hatten. Doch eine Person kam zu dieser Party mit einer anderen Maske. Eine Person hatte einen seltsamen schwarzen Sack über sein Gesicht gezogen und sprach während der gesamten Party mit niemandem. Es wusste niemand, wer diese seltsame Person gewesen ist, und manche fingen schon an, über ihn zu lästern. Doch plötzlich ging die Person mit dem schwarzen Sack zu der Tür des Saals und verschloss diese. Dann zog die Person ein Küchenmesser aus seiner Tasche. Diese Person mit dem Sack überm Kopf war ein Mörder, welcher sich auf die Party geschlichen hatte. Sein Ziel war es gewesen, so viele Menschen wie nur möglich zu ermorden. Und insgesamt 7 Menschen starben an diesem Tag und manch weiterer wurde verletzt, bevor der Mann mit der Maske floh. Bis heute weiß niemand, wer dieser Mörder war. Nur seine Maske konnte man wenig später finden. Dieses Bild, so gruselig es auch sein mag, zeigt tatsächlich keinen Mörder. Dieses Bild ist deutlich älter als die Legende, die ich euch eben erzählt habe. In Wahrheit zeigt dieses Foto eine ganz normale Kostümparty von früher. Die Person mit der Maske ist lediglich ein Gast und kein Mörder. Sein Kostüm sieht nur etwas gruselig aus, wobei ich persönlich sagen muss, dass ich die Masken der anderen Gäste deutlich verstörender finde. Im Sommer 1950 gingen 4 Freunde durch einen Wald spazieren. In diesem Wald fanden sie plötzlich ein merkwürdiges altes Haus, welches aber auch sehr interessant aussah. Von Neugierde gepackt gingen sie hinein, um es zu untersuchen.
Im Fußboden des Hauses war ein großes Loch geschlagen, welches voller Wasser gewesen ist und sehr einladend aussah, da es auch recht warm war. Drei der Freunde entschieden sich, schwimmen zu gehen, zogen sich bis auf die Unterwäsche aus und sprangen in das Wasser, während der vierte mit seiner eigenen Kamera Fotos vom Inneren des Hauses machte. Die vier Freunde kehrten nie wieder zurück und wurden auch nie wieder gefunden. Erst viele Jahre später, 1982, war ein Mann in demselben Wald wandern und fand eine alte Kamera dort liegen. Er nahm sie mit und brachte sie zur Polizei, um den Besitzer ausfindig zu machen. Die Polizeistelle ließ den Film der Kamera entwickeln und bemerkte, dass fast alle Bilder zerstört waren oder einfach nur schwarz gewesen sind. Lediglich das letzte Bild war gut zu erkennen. Es zeigt die drei Freunde im Wasser, jedoch sind ihre Gesichter verzerrt und sie sehen monströs aus. Bis heute weiß niemand, was mit diesen Kindern passiert ist und was man genau auf dem letzten Bild erkennen kann. Dies ist eine ziemlich schaurige Geschichte, doch was steckt nun genau dahinter? Und hier gibt es keine klare Antwort von mir. Man weiß, dass diese Geschichte lediglich eine ausgedachte Legende sein muss. Die ganze Vorgeschichte, dass die Kinder schwimmen gingen und so weiter, könnte niemand wissen, wenn sie tatsächlich verschwunden sind und nie wieder auftauchten. Woher das gruselige Bild allerdings kommt, wann diese Legende entstanden ist und was man genau auf diesem Bild sehen kann, kann bis heute nicht genau beantwortet werden. Man weiß nur, dass es ziemlich verstörend ist und wer weiß, vielleicht ist diese Legende ja tatsächlich wahr.